Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk at Let's Fallen hier auf GenX Reloaded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben zuletzt das zweite Signal ausgelöscht, also zerstört. Und könnten jetzt Telos Schrein zerstören. Aber wir wollen auch Kendra informieren, was passiert ist. Und daher würde ich sagen, reisen erstmal zurück ins Jägerlager. Höhleneingang, dann ist das Lager da. Das Ritterlager, nicht das Jägerlager. Genau. So. Hallo. I'm here. Who's here too? Arif! Mein Freund, sei gegrüßt. Die Zitadelle kann von dir erobert werden. Beenden wir Telas Herrschaft. Vielleicht findet Valeries Seele dann Frieden. Ja. Ja. We'll try. Warum schicken wir nicht mehr Ritter? Das ist ein zu großes Risiko. Sie haben sich freiwillig gemeldet. Aber wir müssen... Ja, Entschuldigung. Shitty. Bevor die Sonnenuhr fiel, war die ganze Truppe begeistert davon, hierher zu kommen. Ins Reich des Gotteswesens der Sonne. Jetzt ist die Hälfte von ihnen verschwunden. Vermisst oder desertiert. Dieser Ort. Dieser Ort ist eine Leichenstätte. Hier gibt es nichts als Tod und Verfall. Überall Phantome. Telos Macht lodert hier so hell, dass es schwer ist, sie zu sehen. Aber ein Rückzug ist keine Option. Wir sind hier, um zu verhindern, dass der Rest des Landes das gleiche Schicksal erleidet. Wir wussten nicht, was wir hier finden würden. In Wahrheit fanden wir nichts als Motivation. Motivation. Und Fahrtivation. Ja. Guck, da oben hat er eine Webcam. Auf dem Kopf. Auch nicht schlecht. Okay, okay. So. Hui. So. Komm, komm, hoch, hoch, hoch. Alter, Alter. Essenzkerne erhalten. Mann, Mann, Mann. Rumgeflitze hier. Komm ab. Ja, super.
Ja, ein Zerstreuer. Sehr gut. So. Arktis Ritterfigur. Oh, hier ist der Anführer dann noch. Ich habe keine Zukunft bei den Rittern. Eines Tages werden sie mir verzeihen. Was denn? Konntest du herausfinden, wie du zu den Ruinen kommst? Ich kann über die Lücken bis zu den Ruinen gelangen. Kendra wird sich freuen, das zu hören. Ich freue mich auch. Okay. Ja. So, das Problem ist immer noch, dass ich nicht genau weiß, wo Kendra ist. Aber da ich hier überhaupt noch nicht war, gehe ich mir davon aus, dass das hier ist, oder? Ja, weil da, das sieht aus wie der Schrein. Also wird die da sein. Hoffe ich. So. So. Hi. Was ist bei der Belagerung passiert? Wir haben die Stadt eingenommen. In einigen Vierteln wird noch gekämpft, aber sie gehört uns. Einige der Priester rufen immer noch nach Telos. Lass sie rufen, ey. Instrument. Gut, dass du hier bist. Kann ich bei irgendetwas helfen? Wir konnten diesen Außenposten kaum einnehmen. Wenn wir ihn behalten wollen, müssen die Phantome verschwinden. Zwischen uns und dem Wächter steht eine tödliche Bestie. Wenn du dich um diesen Feind kümmern könntest, wären unsere Erfolgschancen viel höher. Was war das für ein Ort? Es scheint ein kleiner Außenposten gewesen zu sein. Was auch immer es war, wir sind dankbar dafür. Es ist eine starke Position. Okay, okay. Gut. Wo kann ich diese Phantome finden? Sie blockieren den Durchgang im Norden. Die Treppe, die zum Wächter hinaufführt. Okay. Ich werde mein Bestes tun, um ihre Zahl auszudünnen. Okay, okay. Da kann ich hoch. Beziehungsweise, ja. Alte Münze. Ah! So, irgendwo. Nein, dann spreche ich jetzt erst mit Kendra. Das Ende ist nah. Ja, und ich habe Angst. Wer nicht? Ich komme immer näher, diesem Viech. Wir haben die Schutzvorrichtungen ausgeschaltet. Vielen Dank. So bin ich. Wir haben das Flackern gesehen. Ich wollte Valerie ehren, bevor die Hölle losbricht. Würdest du dich uns anschließen? Natürlich. Lass uns die Gefallenen ehren. Wir sind hier versammelt,
um das Andenken einer großen Kriegerin und Gelehrten zu ehren. Meiner Schwester, Valerie Aquila Tash. Sie war eine Frau des Glaubens. An ihre Sache. An ihre Freunde und ihre Familie. An die Macht der unsichtbaren Dinge. Ihre Leidenschaft brannte am Ende für den Gauntlet. Sie glaubte daran, auch wenn andere es nicht taten. Sie hatte recht. Und sie ist der Grund dafür, dass wir an der Schwelle zum Sieg über die Tyrannei stehen. Du warst die Beste von uns. Ich danke dir, Schwester. Lebe wohl. Oh. Es hat ihr gefallen, wie das Meer heute Abend aussieht. Wenigstens hat sie es gesehen. Das kann nicht jeder. Wir haben uns so lange versteckt, dass wir fast vergessen haben, was es da draußen in der Welt gibt. Valeries Opfer ist der Grund, warum wir heute hier stehen. Dies ist eine neue Ära für die Ritter von Bastengar. Und diese Ära hat einen Platz für dich, Arif. Du meinst das wirklich ernst? Ja. Hier geht es nicht um Vergebung. Es geht um unsere Zukunft. Ich danke dir. Aber zunächst müssen wir das beenden. Und du, ich konnte es nicht glauben. Aber du bist von uns allen der Beste. Und jetzt habe ich den Glauben. Du hast viele Gefährten verloren. Aber du bist nicht allein. Wir werden hier bleiben und halten die Phantome in Schach. Der Rest liegt bei dir. Ich wünsche euch viel Glück. Euch beiden. Ihr findet uns hier, wenn ihr fertig seid. Okay. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ne? Wir nähern uns dem Ende unserer Reise. Sie war lang. Und anstrengend. Aber wir werden die Welt verändern. Ich weiß es. Ich würde gerne etwas sagen. Ja. Es war... Ich meine, diese Reise war... Ist schon in Ordnung. Ich weiß. Danke, Träger des Gauntlets. Ach jö. Ja, okay. Okay. Ja, was soll ich dazu sagen? War halt ein bisschen schmalzig, ne? Die Wüste ist jetzt furchtbar ruhig. Ich bezweifle, dass das so bleiben wird. So. Ja, war ein bisschen schneller. Ja, mach mal ein bisschen schneller, würde ich sagen. Ja, mach's mal ein bisschen schneller, Bro. Echt? Happelt da rum? Mann. Okay. Eine Glückssträhne. Deine aktiven Steine haben mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit keine Abklingzeit.
Jeder ausgerüstete Trickstein erhöht die Wahrscheinlichkeit. Okay. Ist das ein Verein? Ein Amboss? Da muss ich hier schon mal gewesen. Ach, da ist die Treppe. Ja, hier war ich auch schon. So. So, so, so. Ach ja. Da soll die uralte Rüstung sein. Okay. Okay, 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 okay. Schon wieder so ein Lieferviech. Hallo? Ich. Oh nein! Ey, ich bin noch gesprungen. Aber leider nicht hoch genug, wahrscheinlich. Oh nein! Ich sehe nicht gerade nichts, Alter, du sollst da treffen. Nein. Penai. Das ist ein weiteres Stück der Rüstung. Wir haben fast alles davon. Mann. Das ist dieser Treibsand. Nicht drin einsickern. So.
Ist ein bisschen gruselig hier. Ah, da. Ich sehe schon. Weg hier. Oh nein. So, nämlich. Yay! So. Oh Mann. Und du willst mir erzählen, dass es hier kein Amboss gibt. Nirgendwo. No Amboss today, oder was? Wo bin ich denn? Da bin ich. Das ist doch kacke. Na komm. Come.
Trotzdem wäre ein Amboss ganz nice. Muss ich ehrlich mal sagen. So, komm. Komm. Wow. Wow, 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 wow. So. Jetzt ist es soweit. Ja, jetzt ist es soweit. Wir sind jetzt wie eine Einheit. Wir haben unsere Fertigkeiten verfeinert, unsere Partnerschaft perfektioniert. Ich glaube an dich, Träger des Gauntlets. Lass uns das beenden. Dummköpfe! Minderwertiger Abschaum! Ihr kommt zu spät! Ich bin aufgestiegen. Ich bin zur Vollkommenheit geworden. Ich brauche einen Amboss. Ihr könnt mich doch nicht ohne ein letztes Mal abspeichern da reingehen lassen. Oh Mann. Alter,
The Noob. Na gut. Nein, falsch gedrückt. Was passiert hier? Telos braucht ein Gefäß, wie in diese Welt eingreift. Telos gibt Morat alles, die ganze Kraft. Du bist nur ein Name. Du hast kein Recht, hier zu stehen. Na super. Du glaubst vielleicht, dass du Macht besitzt. Aber dein Kampf ist sinnlos. Komm. Oh, komm hoch, hoch, hoch! Ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Nein, nicht direkt rein, du Hirni! Ich kann nichts mehr machen. Warum kann ich nichts mehr machen?
Komm her! Also Taste F. Nein! Hallo? Ich hab... Alter, ey. Nein, das habe ich gemacht. Nein, das habe ich gemacht schon wieder. Oh. Komm raus da.
Oh Mann. Komm! Hallo, wo bist du? Mann, 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 ey. Oh, geh doch hoch da! Nein! Oh, fuck. Ja, das war's dann wohl. Naja, wir waren so knapp dran. Ja, dann müssen wir das in der nächsten Folge machen. Ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wir sind jetzt ja schon einiges über die Zeit. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre nice, teilt das Video, wenn ihr möchtet und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher, bye bye, euer Tobi.